Hi, meine Freunde, da bin ich noch mal einmal heute am Freitagabend. Ja, kurz mal eben hier bei den Spinnen reingegangen. Und ja, meine Theraphosia Speck Piora oder wie sie heißt, ist gerade dabei, sich zu häuten. Ich drehe mal das Bild und dann könnt ihr gucken. Einen Moment. So, ich mache mal noch die Kerze an. So, fast fertig, würde ich sagen, ist die Dame. Ich guck mal einmal. Ja. Hat sich schon komplett rausgezogen aus der Pelle. Wie ihr sehen könnt. Schön. Da habe ich ja jetzt ein paar Häutungen, so, die ich halt meinem Schwager zeigen kann. Ob das halt alles Männlein oder Weiblein sind. Ja. Schön, schön. Schön, schön. Ja, sie hatte halt ein Beinchen, was nicht so in Ordnung war. Und ich hoffe mal, durch die Häutung hat sich das jetzt erledigt, dass das wieder in Ordnung ist. So, ich kann ja noch gleich noch mal einmal gucken. Ich zipp mal einmal rum, ob noch irgendwo was zu sehen ist. So, hier unten, die ist auch frisch gehäutet. Ne, wie gesagt, meine Ephoporus murinus. Wunderschön. Wunderschön. Dann haben wir halt hier, ne, die Phalanx. Sitzt auch gerade passend. Moment, ich versuche es mal eben ein bisschen. Ja. Schön, schön. Ja, ich wollte halt morgen mal ein bisschen dabei, ein bisschen gucken. Ein bisschen Wasser. So, die macht schon wieder dicht. Die Imanis. So, dann haben wir die frisch gehäutete Geniculata, die auch schon wieder am Futtern ist. So wie das aussieht. Hat sie sich was gekrallt? Ah, ich hatte vor ein paar Tagen eine Heuschrecke reingeschmissen, da hatte sie noch keinen Bock. Aber jetzt hat sie sich geholt. Das machen die dann schon passend, da braucht man eigentlich gar nicht. So, die Dings hat zugemacht. Die Cambridgeier hat zugemacht. Die habe ich heute gesehen, die Iminia. Richtig schön groß. Die hat da oben gesessen. So, die Maculata habe ich auch gesehen. Die hat ziemlich einen dicken Hintern. Die wird sich wohl auch bald häuten. So, die Versicolla hat sich hier gehäutet. Und die war halt auch vorne gewesen heute. Mal schauen, ob ich die auch noch mal besser zu sehen bekomme. Ich gehe noch mal einmal zu der Geniculata hin. Wunderschön. Wunderschönes Tier. Hat auch einen richtigen Schuss gemacht. So, und dann gehen wir noch mal einmal zu der frisch gehäuteten. Ja, mal gucken, ob ich von der Seite gucken kann. Aber nee, von der Seite, das wird nichts. Das wird nichts von der Seite. So ist eigentlich ganz gut. Ja. Ja, hat sich ja schön da rausgezogen schon, meine Freunde. Dann gucke ich mal. Ja, dann schaue ich mal, was morgen geht. Wie gesagt, ein bisschen Wässerchen drauf machen, gucken. Bisschen füttern. Mal schauen. Dann wollte ich mir jetzt nochmal diese Dings bestellen. Diese Nematoden oder wie die heißen. Halt, wegen den Trauermücken. Da wollte ich das nochmal einmal nachbehandeln. Wenn ihr wisst, was ich am Malen bin. Oh, guck. Was macht sie jetzt? Was macht sie? Na, wird sie schon umdrehen? Wird sie schon umdrehen? Ich schau mal, ich stelle mal die anderen Häutungen hier rüber. Ich gucke mal, ob ich hier von hier oben, dann kann ich das Handy mal kurz liegen lassen, ob das was wird. Freunde, einen Moment, ich versuche das mal passend zu legen.
müsste eigentlich gehen. Okay, dann lasse ich das mal kurz laufen. Okay. Lassen wir das mal eben noch mal kurz laufen und dann. Ja, hat sich ja schön rausgezogen. Hat sich richtig schön rausgezogen aus der Pelle. Und dann müsste sie sich eigentlich gleich umdrehen, meine ich. Ja. Ich lasse mal einmal kurz laufen. Ich bin sofort wieder da, Freunde. Obwohl, ich kümmere ihn kurz. Hier eine Scheibe eben sauber machen nebenbei. Ne? Die Morinus, die kackt immer wie ein Weltmeister oben an die Scheibe oder vorne halt, aber mehr oben. Dann mache ich das mal hier kurz sauber. Ich habe jetzt Zeit. Zack. So. Alles klar. Katzenklo wollte ich auch noch nachgucken. Ich schaue noch mal einmal. Ja, sieht toll aus. Ja, richtig cool. Richtig cool. Mhm. Nicht anfassen, die Kamera einfach liegen lassen. Okay, ich bin gleich wieder da, Freunde.
Thank you.
Vielen Dank.
wie sieht denn das aus? Richtig geil. Richtig klasse. Wie sie da liegt. Richtig cool. Hammer. Schön, schön. Ja, mal gespannt, ob sie sich gleich nach oben dreht. Ich bin echt gespannt, ob die Beinchen jetzt alle wieder in Ordnung sind. Auch das eine.
sich umdrehen. So. Na. Ich versuche sie nochmal von hier zu filmen. Moment, Freunde. Gucken, ob sie sich hier richtig umdreht. Ja, ich lege das Handy nochmal oben drauf. Einen Moment. So, meine Freunde, mein Akku neigt sich so langsam dem Ende zu und im Endeffekt braucht die Spinne sich ja nur umdrehen. Und ja, daher fand ich jetzt ganz gut. Und ein bisschen davon halt, ich habe das in mehreren Videos gemacht. Das letzte habe ich dann jetzt in Zeitraffer gemacht, wie ihr gesehen habt. Und ja, mal schauen, was morgen noch so geht. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und macht's gut, meine Freunde.
Bis dahin. Ciao, ciao.